So, da sind wir vielleicht, hoffentlich, wieder. Das Uneintretbare ist eingetreten. DSL ausgefallen. Shit happens. Ich hoffe, der Stream reconnected euch jetzt wieder automatisch. Sagt mal Bescheid. Ich werde natürlich auch meine Augen auf die verschiedenen Kanäle hier haben. Es sieht so aus, als wären wir wieder mit dabei. Was mich interessiert, werdet ihr automatisch wieder verbunden nach dieser Downtime? Und wir müssen jetzt natürlich auch nochmal gucken, ob die anderen Jungs wieder mit am Start sind. Sieht gut aus. Jungs, wenn ihr mich hört, wir hatten einen DSL-Ausfall kurz gerade, einen Abbruch. Sind jetzt wieder mit am Start, das eigentlich heute nicht mehr passieren sollte. Passiert in Deutschland hin und wieder leider doch noch, aber es sieht aus, als würde hier wieder alles laufen. Und deswegen gehen wir auch nochmal kurz rein in unsere Ansicht, die wir eben hier verlassen haben, und gucken mal, ob der Marco und der Philipp auch wieder am Start sind. Wir sind wieder am Start. Ja, hi. Ihr hattet weiterhin Internet, ich leider nicht. Und dann ist man halt mal eben von der Außenwelt getrennt. Die Leute sind auch wieder da im Chat und scheint funktioniert zu haben. Also einfach eine kurze Unterbrechung. So, wo waren wir stehen geblieben? Helf mir mal kurz. Wir waren Platz. Genau, und zwar ging es darum mit dem Jan, dass ihr auch über das Online-Turnier auf ihn aufmerksam geworden seid. Stimmt. Ja. Mega interessant. Ist auch im Instagram recht präsent, der Jan, und so kamen wir ins Gespräch und wie Marco sagte, hat gepasst. Und Jan hat sehr viel mit unseren Ködern gefischt. Der kennt den Krebs sehr gut. Ja. Hat er schon einen Namen, den ihr verraten wollt, oder noch nicht? Er hat einen, das erfährt man im Laufe dieser Woche. Okay, also auf jeden Fall. Aber eigentlich können wir es jetzt hier auch sagen, ne? Weil hier ist ja nur ein kleiner Teil, oder? Also man kann es ja schon machen, oder? Weiß ich nicht, wie klein der Teil ist. Vielleicht kann es der Christian sagen, wie viele Leute das überhaupt sehen, das weiß ich gar nicht. Das interessiert mich jetzt auch erstmal, bevor wir es sagen. Aktuell sind es so ein bisschen über... Warte mal. Knapp 60 Leute schauen gerade live zu. Komm, Marco, darfst du raushauen, mach mal. Nee, der Name kommt von dir, also das tust du ja. Du darfst erzählen. Heißen wir da Defender? Wie gesagt, hat mit der Abwehrhaltung zu tun, wie die zustande kommt und so weiter. Das werden wir dann jetzt noch nicht verraten, aber wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Ist sehr vielfältig, der Köder. Und wir haben uns auf den Namen Defender geeinigt. Wie wir darauf gekommen sind, weiß ich gar nicht. Das kam irgendwann so im Gespräch. Aber so soll und wird der Krebs dann auch heißen. Ja, cool. Es passt halt auch so ein bisschen zu dem Thema Finisher. Ne? Der Finisher beendet das und Finn wegen Flossen und irgendwie passt das alles zusammen. Ja, cool. Klingt cool. Auf jeden Fall, Leute, schaut vorbei auf dem Instagram-Channel von den Jungs. Lutschangs.de, da werdet ihr dann in den kommenden Tagen mehr darüber erfahren. Genau. So, dann lasst uns doch nochmal ins Leaderboard gucken. Ich bin gespannt auf den Krebs. Ich liebe ja das Angeln mit Krebsen. Also wenn ich nächstes Mal da bin, nehme ich einen mit. Gebe ich dir mal ein paar Packungen mit. Super, also, dass wir uns nicht so sehr verzetteln. Wir waren beim Sascha Zepf, dann haben wir den Leon Hähnen, Marco Lachs haben wir und dann haben wir den lieben, guten Kilian Grimm. Der hat ja die erste Edition für sich entschieden und hat auch wieder grandiose Fische aufs Band hier gebracht. Lediglich die zwei, man kann nicht sagen kleineren, aber in diesem Konstrukt von fünf Fischen sind das eben die, die nicht über 50 sind. Einmal mit 48 und einmal mit 46. Die waren ihm dieses Mal vergönnt, die auch noch zu upgraden. Und schlussendlich halt einen grandiosen 15. Platz erzielt. Und er darf sich dann freuen über ein tolles Paket von euch im Gesamtwert von sage und schreibe 130 €. Super, herzlichen Glückwunsch, Kilian.
Thomas Brandsch, übrigens auch ein Spezialfall in Anführungsstrichen. Er kam erst relativ spät dazu ins Turnier. Also er hat ja das Loremasters Online Measuring Board und somit ist es auch legitim, sich während der Turnierlaufzeit sich noch dann anzumelden, wenn er zum Beispiel halt einen guten Barsch gefangen hat und sagt, jawohl, jetzt macht Sinn, ich melde mich an, mache mit, lade das Bild am gleichen Tag hoch. Er hat sich, glaube ich, erst so 2-3 Wochen vor Schluss hier eingeschrieben und hat sich dann nochmal ganz schön hochgeangelt auf Platz 14. Ein 52er mit am Start, ein 51er, zwei 48er und ein 47er für insgesamt 246 Punkte. Herzlichen Glückwunsch dafür. Punktgleich mit Platz 13 übrigens, der Marek Wilczek. Der hat ein 53er und deswegen im direkten Vergleich, auch wenn die Score-Zahl die gleiche ist zum Thomas Brandsch, ein Platz weiter vorne auf Platz 13. Platz 13 und 14 auch jeweils ein Lurjungs Paket im Wert von 130 Euro. Dann haben wir den Norman Blum mit einem Zentimeter mehr, 247 Zentimeter. Er hat einige 49er und da sieht man dann mal wieder, so ein 50er fängst du auch nicht jeden Tag, ne? Sagt man ja so. Aber wir sind auch noch nicht auf Seite 1 des Leaderboards angekommen. Ein 51er hat er auch mit im Ranking, somit fast die 2,50 Meter geknackt. Tolle Barsche, Wahnsinnsleistung und auch du darfst dich freuen über ein Lojungs Köderpaket, Tackle-Paket im Wert von 130 Euro. Dann haben wir wieder einen interessanten Namen, der Mikko Tiedelroy. Er hat es geschafft, den 250er Score zu erzielen, so mit 50 cm Schnitt auf 5 Barsche. Er hat auch einen mega großen 53er mit im Ranking, einen 50er und 349er. Und auch er darf sich über ein Paket im Wert von 130 Euro von euch freuen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dann springen wir in die Top 10. Bevor wir in die Top 10 springen, ein kurzer Werbespot und dann gehen wir die durch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich versuche hier nebenher noch den Stream auf dem iPad zu starten, aber das machen wir so ein bisschen. Hattest du Ton gerade, Chris, bei dem Werbespot? Hattest du Ton gerade bei dem Werbespot? Ja, das kann sein, dass ihr den nicht angezeigt bekommt. Für die Leute sollte er aber hoffentlich hörbar gewesen sein. Ah, okay. Cooler Spot übrigens. Und ja, da hat sich unser Alex auch wirklich Mühe mitgegeben. Teamangler von uns, der ist da begnadet. Hat ja, er wirklich cool. Talent für. Super, ja, also ich finde es auch mega und wird auch wirklich nochmal hingewiesen, was das Besondere ist an dem Köder. Hut ab an ihn, gut gemacht. Und an euch natürlich. So, ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die Top 10. Holger Hellbeck auf Platz 10. Hat einen, also wir haben in der Top 10 insgesamt alle Fische im Schnitt über 50 cm. Also wir haben hier 251 Score Points für den 10-Platzierten. Er erhält von euch ein Tackle-Paket im Wert von 138 Euro. Er hat alle Fische über 50 und einen 51er mit dabei. Wahnsinn. Das ist Platz 10. Platz 10, ja. Platz 10, ihr verhört euch nicht. Und ihr also mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass ich die 50 geknackt habe. Ich habe viele Barsche unter 50 gefangen, aber ich habe noch nie einen 50er Barsch gefangen. Ich habe 2 über 50 gefangen. Oder ja, 3.
aber halt auch nicht innerhalb von 6 Wochen, sondern innerhalb meines Anglerlebens, ne? Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Und deswegen war das halt auch einfach so, ja, nicht frustrierend, aber das hat schon an einen genagt, wenn der Jan da immer wieder die Bilder hochgeladen hat bei uns in die Gruppe. Das ist Ist schon wirklich krass, ja. Du abgefahren. musst natürlich die richtigen Gewässer haben, du musst wissen, zu welcher Zeit du an diesem Gewässer an welcher Stelle bist und dann musst du natürlich auch noch wissen, wie du sie fängst. Aber wir sind auch dran, du hast eben gesagt, ja, für manche vielleicht nicht so motivierend, dass wir hier noch ein System integrieren, dass es eben auch für Angler wie dich und für mich ein Ansporn ist, weiterhin da auch dran mitzumachen, auch wenn man vielleicht es nicht so leicht hat, in die Top 10 zu kommen, wie in diesem Fall. Wie gesagt, die Fische, die du und ich zusammengefangen haben, wenn wir die 5 größten zusammennehmen würden, dann würden wir noch nicht hier auftauchen. Wahrscheinlich. Und deswegen müssen wir da, sind wir auch dran, noch ein Konzept zu entwickeln, das und auch programmieren zu lassen, das Ganze, dass das eben auch hier nochmal coole Gimmicks gibt für Leute, die nicht direkt die größten oder interessantesten Hotspots vor der Tür haben und auch entsprechend die Zeit investieren können, hier sich mit solchen Kirschen, muss man sagen, beglücken zu dürfen. Also, Platz 10 haben wir, dann Platz 9, Giacomo Sieger, ein wirklicher Sieger und zwar in der Top 10 gelandet hier. Mit super coolen Barschen auch für ihn. Ein 52er als Topfisch, deswegen auch wenn er punktgleich ist, mit dem 10-platzierten Holger Hellbeck, hier der 9. Platz für den Giacomo. Und er bekommt 25 € Voucher von Angelcenter Kassel in Zusammenarbeit mit euch und Tackle von Lure Junks im Wert von 180 €. Wenn ich das richtig sage. Oder Gesamtwert von dem Preis, 180 €, ne? Genau. Inklusive dem Voucher, genauso ist Genau. es. Jawohl. Super Leistung, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an unseren Herrn Sieger für die Top 10. Dann haben wir tatsächlich mal einen Zentimeter Abstand, also keine 252, sondern es geht weiter mit 253 für Wolfgang Schulze. Auch er. Schon eine Weile mit dabei, hat auch tierisch Spaß an dem Format, war bei den Editions vorher nicht ganz so weit vorne und hat hier echt einen krassen Lauf hingelegt mit 52, 51, 51, 50 und 49. Wahnsinnsfische gefangen und teilweise auch echt dicke. Fischt vom Ufer, vom Boot und wo auch immer er gerade unterwegs ist, hat richtig Spaß Da an dem muss man Format. auch mal wirklich noch dazu sagen, dass wirklich viele Barsche, viele große Barsche auch vom Ufer gefangen wurden. Ja. Also das ist ja noch mal, einen großen Barsch zu fangen ist das eine, aber einen großen Barsch vom Ufer zu fangen ist in meinen Augen noch mal eine krassere Nummer als vom Boot. Ja. Ja, kommt halt immer drauf an, ne? Du hast halt mit beiden Varianten und mit jedem Gefährt Vor- und Nachteile. Ich finde, es ist ein cooler Mix. Manche Leute machen halt auch tatsächlich mal dies, mal das, mal Bellyboot, mal Ufer oder mal Boot, mal Bellyboot. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Zeitfrage ist. Wahrscheinlich oftmals eine Zeitfrage, weil für abends 2 Stunden angeln wirfst du dein Boot in der Regel nicht ins Wasser. Und manchmal ist es aber auch tatsächlich, Marco, du kennst es vielleicht von uns beim Rhein, am Rhein, entscheidend, von welcher Seite du die Fische anwirfst. Und das ist dann halt bei uns am Rhein in den Buhnen mit der Strömung teilweise schwer, mit dem Boot in die Buhne reinzufahren, weil dann fährst du erstmal über den kompletten Spot rüber, um dich in Richtung Ufer zu stellen und dann Richtung Strömungskante zu werfen. Von daher ist das gerade bei uns mit der starken Strömung oftmals nicht so einfach. Und dann kannst du auch Sternstunden erleben vom Ufer aus im Vergleich zum Boot. Definitiv. Ja. So, Wolfgang haben wir gehabt. Der bekommt auch ein Paket von euch und Angelcenter Kassel im Wert von 180 €. Gleiches gilt für unseren Vorjahres, kann man nicht sagen, Vor-Edition-Sieger, der liebe Juni Frölz. Ein super Typ, war auch im Livestream, hat auch an der Lure Masters Trophy teilgenommen.
cooler Typ, auch sein Leben quasi ausgerichtet auf das Angeln, auf das Fangen von dicken Barschen. Er war teilweise mit dem Schlauchboot unterwegs, teilweise vom Ufer, teilweise mit dem Boot, also auch hier eben angesprochen und hier sehen wir es super gut, sehr, sehr vielseitig unterwegs gewesen. Er hat super gefangen. Er hat in der ersten Edition, glaube ich, 258 gehabt und er hat gesagt, er denkt, dass die 260 irgendwann mal geknackt werden. Und ich meine, ihr seht es hier schon. Wir kommen in die Region der 260 und sie wurde nicht nur einmal geknackt. Aber bevor wir darauf näher eingehen, gehen wir hier weiter hoch im Leaderboard. Und zwar sechster Platz, Gerald Heunemann. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auch 256 Punkte erzielt. Bist auf Platz 6 gelandet, dank deines grandiosen 54 cm Barsches. Wahnsinnsleistung. Grandioser Fisch. Mega. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du bekommst auch ein Paket von den Lure Junks und von Angel Center Kassel im Wert von 180 € zugesendet. Dann haben wir die Top 5. Sascha Wille, 258, also nochmal 2 cm oben drauf gepackt. 54 cm, 53 cm, 51, dann haben wir 50 und nochmal 50. Absoluter Wahnsinn. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es sowas schon mal gab, bei einer offiziellen Veranstaltung innerhalb von 6 Wochen solche Barsche zu bringen. Mir wäre nichts dergleichen bekannt. Und ich weiß nicht, Philipp, wie es bei dir aussieht mit den dicken Barschen. Reißt du Oh. dich auch eher in die 53, 54er in 4 Wochen kein Problem Riege ein oder ist es auch so wie bei Nee, Marco und schwierig. Ich komme ja auch aus Süddeutschland. Ich fische viel am Neckar bei mir. Ich fahre auch gerne mal zu euch an Rhein rüber, wenn es die Zeit zulässt. Ist aber für mich jedes Mal eine Stunde Fahrt mit dem Boot. Und wenn, dann fische ich auch nur vom Boot. Und ja, bei uns gibt es solche Größen nicht. Aber wenn ich jetzt halt, ja, gibt was es für auch. Fische. Ja, klar, die gibt's, aber ich meine, hier im Neckar, ich habe zwei 49er letztes Jahr gehabt, vorletztes Jahr gehabt. Ah, und dann hatten wir letztes Jahr ein grandioses Barschjahr, was Stückzahl angeht. Der Marco war mal mit dabei, durften sogar einen Schwarzbarsch hier bei mir im Fluss fangen. Auch ein Ja. Finisher. Aber keine solchen Stückzahlen in der kurzen Zeit. Man muss natürlich dazu sagen, das Tournament lag jetzt auch von der Zeit, von der Jahreszeit richtig gut für große Fische. Ja. War wirklich gut. Also da Marco war zu der Zeit mal in der Niederlande, ich war drüben und da hatten wir auch solche Fische. In die Jahreszeit, die gibt es Ich habe aber auch auch einen hier. in die Wertung reingebracht. 1,48. Super, cool, ja. Wahnsinnsfische. Ich meine, am Ende des Tages, ob der jetzt 48 ist oder 53, klar, für uns, für unsere PB-Marken und so natürlich irgendwo wichtig, aber die Fische sind dann halt auch so hochrückig und so cool anzusehen, ne? Das ist einfach ein Wahnsinnserlebnis, so einen Fisch zu fangen. Kann man nicht anders sagen. Und wenn du es dann gleich schaffst, wie unsere Top 5, den gleich viermal beziehungsweise fünfmal zu fangen, diese Länge von Fischen, dann hast du schon Man einiges darf richtig gemacht. Wahnsinn. dabei wahrscheinlich auch gar nicht vergessen, dass dahinter wohl wahrscheinlich auch noch ein paar andere 50er stehen und große Barsche. Ne? Ja, der halt war ein 53er, der halt nicht mehr benötigt wurde, ne? Oder ein 50er, der nicht mehr benötigt wurde, um sich zu verbessern, ne? Ja, Also ich habe auch das. ein Tournament mitgefischt, wo es dann hieß, ja, ich habe einen 50er, aber er reicht nicht, um den Wettkampf zu gewinnen. Wo Ja. in dem Format nur ein Fisch gezählt hat, oder der größte Barsch des Tages. Ja. Unglaublich. Ja. Was haltet ihr persönlich, ganz offen und ehrlich, von dem Format 5 Barsche und vor allem auch über den Zeitraum von 6 Wochen? Zu lang, zu kurz? Nee, Cool? ist optimal, ist auch fair. Ja. Ne? Also das Beispiel, was du vorhin genannt hast, dass der eine hier Quereinsteiger war und hat noch so gut abgeliefert, also erst nach 3 Wochen oder sowas einzusteigen, schon sehr gut. Absolut. Trotzdem fände ich es aber, glaube ich, auch mal interessant, so ein Speed-Up-Turnier zu machen, vielleicht. Einfach mal so für die Granaten, die ständig solche Fische fangen, ne, dass man so wirklich vielleicht mal nur über ein Wochenende macht, ne, und mal wirklich guckt, was dabei rauskommt, ne, und sie wirklich sieht, was passiert in 2 Tagen. Ja, Fände ich gar nicht verkehrt. finden wir auch super interessant. Haben wir uns auch schon notiert, solche Sachen für nächstes Jahr mit an den Start zu bringen. Vielleicht sogar
Invite Only. Chat, was meint ihr dazu? Gebt uns doch auch mal Feedback. Egal, wir gehen nochmal kurz ins Leaderboard rein. Der Pierre Jonen, auch ein sehr, sehr bekannter Angler. Wenn wir Glück haben, joint er uns später auch noch auf der Heimfahrt. Er war am Wasser der Glückliche. Vielleicht hat er was gefangen. Wir werden es erfahren. Kratzt an den 260. 259 Punkte für ihn. 53er, 53er, 52er, 51er und ein 50er. Pierre, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinnsleistung. Platz 4 für dich. Du bekommst insgesamt ein Paket von den Lure Junks und auch in Zusammenarbeit mit den Bait Lovers. Wer sind denn die Bait Lovers? Erzählt mal. Das ist ein ganz cooler, neuer Store in Düsseldorf. Aha. Das, ja, wie soll man es sagen? Also ist auf jeden Fall ein super sympathischer Typ. Na, wenn man in den Laden reinkommt, dann das ist einfach alles hell und freundlich und wirklich ein cooler Laden. Mhm, cool, super, dass Sie auch mit am Start sind und ja, dieses Event unterstützen. Vielen Dank dafür. Also Platz 4, 282 Euro Gesamtwertpaket. Geht raus an dich, lieber Pierre. Hoffentlich nachher noch im Talk. Dann haben wir den lieben Dennis und auch er wird im Talk sein. Und er wird mir sagen, wie sein Nachname ausgesprochen wird. Und nächstes Mal... Ich glaube, da lacht er schon im Hintergrund. Nächstes Mal, wenn er es schafft, wieder hier in die Top-Positionen zu kommen und im Lure Masters Stream zu Gast zu sein, werde ich wahrscheinlich wieder fragen. Der liebe Dennis... entweder Kuchacic oder Kuchacic oder ganz anders. Wir werden es nachher erfahren. Ich bin gespannt. Platz 3 auf jeden Fall. Und der dritte im Bunde, der die 2,60 Meter Marke durchbrochen hat. Wahnsinnige Fische. 54 der größte, 51 der kleinste. Er ist auch viel mit dem Bellyboot unterwegs, aber auch mit dem Boot. Grandiose Fische, wirkliche, der Juni würde sagen Bricks, richtige Footballs, super schön gezeichnete, tolle Barsche. Ich bin gespannt zu erfahren, wie er die gefangen hat und natürlich auch an welcher Stelle genau. Wir werden ihn nachher fragen. Der liebe Dennis bekommt eine Bullseye Surgeon C 198 und ein Lure Junks Tackle-Paket im Gesamtwert von 480 Euro. Und ich würde sagen, das kann sich doch für den Einsatz von einem Ticket von 35 Euro auf jeden Fall sehen lassen. Oder was meint ihr? Das denke ich auch. Gut gefischt, verdient. Super Leistung, Dennis. Klasse gemacht. Wir freuen uns gleich noch, mit dir sprechen zu können. Dann haben wir den lieben Jan. Ihr habt es angesprochen. Jetzt können wir auch gerne noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wir haben es schon angeteasert. Er fischt für euch. Er hat auch euren neuen Krebs ausprobiert. Auch während dem Wettkampf gefischt. Und auch einige der riesigen Barsche für eine Gesamtlänge von 264 Zentimetern auf euren neuen Prototypen gefangen. Und da sind halt auch einfach mal richtige Klamotten dabei. Sowas zum Beispiel. Richtig, richtig, richtig toller Fisch. Tolle Farben und auch makellos, so von den Flossen her und so. Wahnsinnig toller Fisch. Er angelt auch für euch. Wisst ihr, welcher von denen, oder wahrscheinlich nicht, jetzt auf euer neuen Prototypen gefangen wurde, ne? Aber er hat einige. Ich glaube, ziemlich viele. Ich glaube, das waren, glaube ich, fast alle davon. Okay. Also er ist überzeugt. Ja, also er ist ein überzeugter Krebsangler. Mhm. Ne, und so kam man halt irgendwie auch ins Gespräch mit ihm und das, ja, Granate. Also es war wirklich ein Glücksgriff. Ja, dass wir uns gefunden haben, wirklich sympathischer Kerl und angeln kann er. Auch ein Twitch-Bait-Angler, aber jetzt hat er halt für uns Köder zur Verfügung gestellt bekommen, hat die gefischt und ja, hat auch jetzt, glaube ich, ein Instagram-Bild rausgehauen mit dem Defender.
Hat auch selber drunter geschrieben, zu 1000% überzeugt. Also das Ding ist wirklich gut gelungen, möchte ich behaupten. Mal Cool. gucken, was man noch so für Fische davon sehen. Sehr, sehr vielversprechend auf jeden Fall. Also auch mal auf Jans Instagram vorbeischauen. Ihr könnt da übrigens auch auf der Lohrmaster-Seite aufs Profil klicken und wer sein Social Media Kram da eingetragen hat, da kann man draufklicken und dann kommt ihr direkt zu Jans Profil. Vielleicht kann man da ja schon mehr sehen von dem Krebs als auf der Lojunk-Seite. Ich bin gespannt. Also ganz so viel sieht man da auch nicht. Ja. Gut, auf jeden Fall zweiter Platz für ihn. Er war Fünfter, wenn ich mich richtig erinnere, in der Edition vorher. Wahnsinnsleistung. Wir hatten ihn letztes Mal im Talk. Super Kerl. Muss heute arbeiten, für Recht und Ordnung sorgen. Ist auf jeden Fall heute im Dienst unterwegs und hat aber nichtsdestotrotz insgesamt 264 Score Points auf die Matte gebracht. Ist damit der zweite in der History von der Lohrmasters Online Open mit über 2 Meter 60 Schnitt. Und zwar nicht nur 1, 2 oder 3 Zentimeter, sondern 4 Zentimeter. Jan, herzlichen Glückwunsch, falls du zuschaust. Grandiose Leistung. Für dich gibt es eine Bullseye Cherry Picker, coole Route zum Barschangeln und du hast zwar schon ein paar Lurjunks Köder, aber du kannst dich nochmal freuen über ein paar richtig coole on top. Und wenn du sie nicht brauchst, sagst du Bescheid, dann machen wir noch eine coole Verlosung oder spenden sie an ein paar Jungangler oder was auch immer. Wer weiß. So, Thomas, auch er war schon weit vorne mit dabei in den Editions vorher. Es hat noch nicht ganz gereicht, aber Thomas Kronewald ist auf Platz 1 und er hat noch mit ein paar Upgrades in letzter Zeit dafür gesorgt, dass er tatsächlich an den 270 Score Points, also Zentimetern, nagt. Fast 2,70 Meter Gesamtlänge, 2,69 Meter. Er hat einfach mal 4 54er gefangen. Und ein 53er. Also den ja, 54er, den hätte ich jetzt schon noch erwartet. Wer weiß, wie viele 50er Barsche da noch hinterstehen. Ne? Ja, Wahnsinn. Irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, also ich denke, dass es tatsächlich ernst war, aber dass er gar keinen 40er Barsch einreicht, ne? Dass da nur 50er Barsche kommen oder so. Ja. Brutal. Ja, ich meine, am Anfang sollte man natürlich auch die N40er einreichen, weil man weiß ja nie, aber manche von den Jungs scheinen sich auch einfach so sicher zu sein. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, nicht jeden Fisch zu messen und einzureichen. Bringt ja nichts. Aber hey, Thomas, Wahnsinn. Ich sehe ihn gerade nicht mehr hier im Chatraum, beziehungsweise hier ist noch jemand, der hat gerade seine Kamera und Mikrofon gemutet. Er versucht hier gerade wohl offensichtlich nochmal reinzukommen. Natürlich wäre es super cool, wenn wir gleich auch mit Thomas Kronewald sprechen können. Unser Gewinner für die Lohrmasters Online Perch Open Stage 3. Und auch er darf natürlich sich freuen über einen Gewinn. Und zwar kriegt er die Bullseye Rod Lucky Luck. Lucky Luck heißt die so? Lucky Luck? Ja. 2,25 und dazu noch ein Lurjunks Tackle-Paket und das Ganze hat einen Gesamtwert von 520 Euro. Wahnsinn. Richtig cool. Cooler Preis. An dieser Stelle auf jeden Fall auch ein fettes herzlichen Glückwunsch von uns. Also an alle Teilnehmer eigentlich. Das sind brutale Fische, die da gefangen wurden. Wahnsinn. Definitiv. Und natürlich auch vielen lieben Dank an den Co-Sponsor Bullseye, der hier noch ein paar richtig coole Routen mit an den Start bringt. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch an alle, die teilgenommen haben. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Eigentlich sind wir gerade erst am Anfang. Wir haben schon erwähnt, es gibt auch dieses Mal neu einen Preis für den längsten Barsch. Und zwar ist das nichts Geringeres als ein 200-Euro-Gutschein für gecashert.de, auch ein Partner von euch. Und der geht an einen
Angler, der teilgenommen hat und der heißt auch Thomas. Und den werden wir jetzt mal versuchen, hier mit in den Chat reinzubekommen. Einen Augenblick mal kurz. So, schauen wir mal. Da ist er. Hallo, grüß Gott zusammen. Ja, hier ist der Thomas. Grüßt euch. Hi Thomas, servus. Ja, schön, dass es geklappt hat. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und gleich mal von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch. Du hast hier mit deinem Ticket von 35 Euro Einsatz und harter Arbeit einen 200-Euro-Gutschein gewonnen für den Shop von gecasher.de. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, uns auch. Ganz herzlichen Dank erstmal und auch herzlichen Dank für die Einladung, für heute Abend ein bisschen dabei zu dürfen. Ja, cool. Also du hast es geschafft tatsächlich. Wir haben es im Leaderboard vorhin gezeigt, einen 55er Barsch auf die Messlatte zu legen, zu fotografieren, hochzuladen. Ja. Erzähl mal ein bisschen was, vielleicht ganz kurz über dich. Genau. Hast du schon vorher bei den Online-Open mitgemacht oder ist es dein erstes Mal? Es ist mein erstes Mal. Ich bin irgendwie halt über Insta auf eure Seite gekommen, habe mal so ein bisschen geschaut und das hat mich mal einfach interessiert, da mal mitzumachen. Und dann dachte ich, ja, nimmst du mal teil. Und das war eine tolle Erfahrung, ein toller Contest. Hat mir mega Spaß gemacht, natürlich. So als Quereinsteiger im speziellen Barschbereich war das für mich eine ganz tolle Erfahrung, natürlich so einen mega Fisch zu fangen. Das war schon ganz toll. Ja, vielleicht noch, ich gehe sehr gerne fischen, auch vom Ufer aus, habe zwar auch ein Boot, aber das nutze ich eher so zum Vertikalfischen auf Zander. Gehe barschmäßig gerne vom Ufer aus und wir haben bei uns hier im Münsterland ein paar schöne Baggerseen, wo man auch mal das fischen kann. Und das ist also ein bisschen alles durch die ganze Corona-Zeit entstanden, weil man da natürlich gezwungen war, aufgrund der Grenzschließungen nach Holland rüber. Das war alles etwas schwierig, da angeln zu gehen. Und dann habe ich mich dann im letzten Jahr, Anfang des Jahres, so ein bisschen spezialisiert und dachte, Mensch, versuch doch mal so ein bisschen halt die lokalen Gewässer halt auch ein bisschen näher zu beangeln, weil man war ja gezwungen, sich darauf zu beschränken. Ja, und dann habe ich dann irgendwann festgestellt, bei uns in der Region sind viele Baggerseen so mit Sandabbau und haben einen sehr sandigen Untergrund, ein sehr klares Gewässer auch. Ja, und dann sind mir per Zufall halt so der eine oder andere auch gute Barsch, auch im letzten Jahr schon 50er eingestiegen. Ja, und das hat mich dann auch mal bewogen, das jetzt mal bei der Challenge mitzumachen. Ja, und natürlich auch echt ein Riesenglück gehabt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, cool, Wahnsinn. Also du hast auf jeden Fall deine heimischen Gewässer schätzen gelernt. Ja, absolut. Ist auf jeden Fall auch ein guter Nebeneffekt. Ne? Man muss nicht immer Riesenreisen antreten, um gute Fische zu fangen. Nein, das ist absolut so und ich bin auch echt glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, weil aus dem einfachen Grunde, im Vorfeld war es tatsächlich so, dass ich ein paar Mal an diese Gewässer gegangen bin dann echt auch, habe dann geschneidert und habe es eigentlich auch aufgegeben. Aber jetzt, wenn man sich doch intensiver mit beschäftigt und ganz wichtig ist halt, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wenn man fischen geht. Man braucht eigentlich im Prinzip nur 2 Stunden pro Tag fischen, wenn man die Zeiten dann kennt. Okay, Wahnsinn. Also hast du viel investiert, viel Lehrgeld in Anführungsstrichen bezahlt. Und so langsam den Dreh offensichtlich raus. Du bist auf Platz 23 gelandet am Schluss. Ja. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, absolut. Weil für die erste Erfahrung an so einem Turnier teilzunehmen, fand ich das erstmal schon für mich klasse. Letztendlich hätte ich gerne natürlich, ich habe 2 30er Barsche noch in der Wertung, die hätte ich natürlich gerne zumindest noch eine 4 vorne gesehen. Hätte jetzt insgesamt auch nicht viel gemacht, aber einfach so als Ansporn. Mir fehlten einfach da so vielleicht 2 Tage noch, um das auch hinzubekommen. Ja. Ne? So hinten raus jetzt, ne? Wir haben auch hinten heute ein paar Storys bekommen von Julian Dieke zum Beispiel. Der hat jetzt auch noch mal ordentlich Zander nachgelegt, aber die Zeit ist halt rum und entsprechend übermorgen ist die Siegerehrung für Zander. Ja. Und man hat halt nur den gewissen Zeitrahmen, um die Fische zu melden. Und
Naja, das ist ja immer so beim Angeln. Ne? Egal, wo man ist. Die Fische haben früher davor immer besser gebissen. Und dann, also ich kenne es von irgendwelchen Guidings. Letzte Woche war noch alles gut. Und man muss aber im Hier und Jetzt leben und bei der Lure Masters Online Open eben in dem Rahmen der entsprechenden Veranstaltung natürlich. Ne? Du hast insgesamt den 55er, das ist damit der größte Fisch in dem Ranking und von diesem Turnier dann auch nochmal jetzt extra prämiert. Das ist übrigens neu, gab es vorher noch nicht. Also du hast alles richtig gemacht, dich jetzt hier für einzuschreiben mit dem 55er, was richtig Cooles gewonnen. Dann hast du einen 48er, einen 44er und dann hast du halt auch einen 37er und einen 35er. Wenn du einen von denen oder vielleicht noch beide ein bisschen hättest upgraden können, dann wäre natürlich nochmal von der Position her einiges nach oben drin gewesen. Aber ich glaube, schlussendlich eine coole Leistung. Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Ein cooles Erlebnis. Ganz herzlichen Dank, ja. Bist du nächstes Mal wieder mit am Start und du greifst nochmal an für die Top 10? Für die Top 10, das traue ich mir jetzt noch nicht so auf Anhieb zu, aber ich sag mal, in die Top 20, das wäre natürlich schon ein Ziel, was ich mir setzen würde. Ja, cool. Angelst du irgendwie, also wenn du es sagen willst, wenn nicht, dann auch einfach sagen, nee. Angelst du irgendwie speziell auf Barsch? Hast du spezielle favorisierte Köder, spezielle Methode, also wie du die meisten Großen gefangen hast? Also eigentlich jiggy vom Ufer aus. Verwende meist Schätz in der Größe von circa 8 bis 12 Zentimetern. Bei uns in den Seen und in den Kanälen ist hier ein sehr hoher Grundelbestand. Mhm. Und ich glaube auch, dass das mit einer Größe, eine Folge dessen ist, warum die Barsche halt eben auch gut abgewachsen sind. Ne? Mhm. Und ich orientiere mich in aller Regel an einem sehr natürlichen Dekor und versuche dann halt, so eine Grundel zu imitieren. Die springen ja halt irgendwie so mit kleinen Sprüngen über den Grund und das versuche ich halt irgendwie auch zu nachzuahmen. Damit da reagieren die Barsche halt sehr gut drauf. Okay, aber nimmst du einen normalen runden Jigkopf oder einen speziellen dartigen Kopf? Ich nehme einen ganz normalen runden Jigkopf, in der Regel so um die 10 Gramm, 7 bis 10 Gramm. Okay, cool. Und der 55er, der kam auch da drauf? Der kam auch, ich könnte ja auch den Köder nennen, wenn ihr das wollt, aber ich weiß es nicht, ob das jetzt gewünscht ist, keine Ahnung. Weiß ich. Ich denke, die Jungs haben nichts dagegen, ich habe auch nichts dagegen. Ich habe da kein Problem mit. Nein, also ich habe gefischt mit dem von Kitech den Fat Swing Impact. Aha. Das ist also eigentlich einer meiner Lieblingsköder. Durch diese Rippungen scheint er absolut für Hechte auch interessant zu sein, weil ich fische immer mit einem echt recht dicken Stahlvorfach davor, also natürlich Fluorocarbonspitze, ein kleines Stahlvorfach vor, weil in den Gewässern auch wirklich gute Zander und gute Hechte vorkommen. Mhm. Ja. Und das ist ein super klares Gewässer, wie eine Badewanne und selbst so ein schon kräftiges Stahlvorfach so von 8 bis 10 Kilo, das stört die Barsche überhaupt nicht. Okay, super Feedback auf jeden Fall. Ja. Hast du schon mal so einen großen Barsch gefangen oder war das tatsächlich dein größter? Das war absolut mein größter. Also danach kommt ein 51er, den ich im Sommer gefangen habe und im letzten Jahr so mehrere, so um 48, 49 rum. Wahnsinn, also auch noch ein PB und das dann in unserem Online-Wettkampf. Ja, was kann es Besseres geben? Ja, absolut. Und dann den PB um 4 Zentimeter gleich gesteigert. Das ist natürlich, ja, ich hatte es ja vielleicht in unserer Einweisung vorhin, hatte ich ja schon mal erzählt. Ne? Also ein Foto zu machen war echt schwierig, weil ich alleine war und dann mit der Rückwärtskamera. Ich war also so heftig nervös und ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wie geht Rückwärtskamera, an welcher Knopf du musst drücken. Und das war schon... Also könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen, ne? Wenn man so sieht, boah, was ein Fisch. Und ich habe ja erzählt, dass ich bin echt vom mittleren Hecht ausgegangen, weil diese Schläge, die waren... Der war das, ne? Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht? Nee, das war... Der ist es, ja genau. Und es ist eher so ein bisschen
Genau, der war es. Ja. Also wirklich, ich habe es nicht für einen Barsch gehalten, weil ich meine, weiß ja jetzt inzwischen auch schon gut, wie ein Barsch reagiert, aber ich war wirklich absolut perplex, als ich dann den Fischeball-Catcher geführt habe und den ersten Mal an der Oberfläche gesehen habe. Ja, Wahnsinn. Hast du doch super hingekriegt mit dem Bild, also da gibt es doch gar nichts. Ja, okay. Es gibt noch, aber Rückwärtskamera hat nicht so eine super Qualität, ne, wisst ihr selber. Und ich konnte, mein Gott, gibt es ja noch ein paar Tricks, wie man es anders machen kann, aber dann hast du den Fisch wieder falsch in der Hand rum. Ja. Egal. War das schwer für dich, mit dem Fisch richtig rumhalten und so weiter? War das schwer? Nee, alles gut. Also generell bin ich Linkshänder und würde es eher andersrum machen, aber ja. Insofern hattet ihr die Regeln vorgegeben, immer so, dass man die linke Seite sieht. Ne? Ja. Ja, trotz allem ist es nicht immer so, dass das jedem gelingt. Und dann gibt es auch mal Fische, die abgelehnt werden müssen, tatsächlich regelmäßig, weil man halt den Fisch auf dem Maßband hat und dann für die Kamera und gerade wie du alleine unterwegs und so. Mhm. Und dann gibt es da leider auch immer noch den einen oder anderen, der da ein Bild falsch rum macht. Das ist natürlich immer schade für alle Beteiligten, klar. Ja, klar. Ja, hey, super cool, super interessant. Ja. Habt ihr noch Fragen, Jungs, an den Thomas? Habt ihr noch irgendwas, was euch unter den Fingernägeln brennt, was ihr gerne wissen möchtet? Fragen habe ich jetzt speziell keine, aber er wird sich auf jeden Fall über das Köderpaket freuen, denn die Runde in seinem Gewässer geht also, brutal. Ja, ich freue mich auch wirklich darauf, eure Baits zu fischen und ich werde euch auch gerne ein Feedback geben, wie sie bei uns laufen. Das würde uns sehr freuen. Ja, und gerade wenn du natürliche Farben magst, dieses Dark Pearl, da hatte ich auch den Schwarzbarsch drauf. Bei uns auch sehr klares Gewässer im Winter, der Neckar trotz Schifffahrt. Wird dir gefallen, bin ich mir sicher. Ja, super, danke. Ich werde euch berichten, auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt hier falsche Infos verbreiten. Der Voucher von gecacher.de, den kann er nutzen, um die Lurjunks-Köder dort zu bestellen. Zum Beispiel. Ja, natürlich. Ja, aber er ist ja auch in der Top 25. Ne? Ja, stimmt. Da gibt es natürlich auch nochmal ein schönes Platz 23, Paket. Ne? Da habe ich jetzt gerade gar nicht mehr dran gedacht. Du hast ja doppelt abgeräumt. Wahnsinn. Ja, das ist klasse. Ne? Ja. Freut mich sehr. Ja, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dankeschön und wirklich nochmal herzlichen Dank und Grüße gehen raus. Danke an dich auch und an deine Familie. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich in der Top 20. Danke dir. Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ja, coole Sache auf jeden Fall. 55er. Schön. Also ich finde das Bild auch echt super. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist, aber ist natürlich immer auch ein bisschen tricky. Also den Thomas Kronewald sehe ich bis jetzt nicht mehr hier leider im Raum. Das geht euch auch nicht anders, ne? Also bei mir steht nur unknown User. Ich weiß nicht, wer sich wo versteckt. Oder das ist wahrscheinlich der Pierre in seinem dunklen Auto. Er hat ja gesagt, dass er unterwegs ist und sich auf jeden Fall über Ton versucht einzuwählen, auch wenn er da nicht so gut sichtbar sein wird. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal uns den Dennis vor und den Pierre. Wir machen einfach mal, versuchen die beide reinzukriegen. Und wenn unser Gewinner, der Thomas, noch reinkommt, dann darf der natürlich auch nicht fehlen. Also ich versuche es mal kurz. Einmal der Dennis. Hi, kannst du uns hören? Bist du am Start? Jo, ich bin da. Grüß dich. Ja, cool. Hey. Du hast schon mitbekommen, wir haben ein bisschen erzählt und ausführlich gesprochen über das Ranking. Der Pierre müsste auch mit am Start sein. Kannst du uns auch hören, Pierre? Ich sehe so ab und zu in dem Laternenlicht ein BFE-Logo aufflackern. Das musst du sein. Ja, ich höre euch. Cool, willkommen. Und du bist auf Rückfahrt, ne? Ja, schöne Grüße erstmal in die Runde. Genau, ich bin auf der Rückfahrt. Ich war jetzt 3 Tage am Rheindelta und jetzt geht's dann. Ich nach Pause. Das Mikro vielleicht aus. Eins wird mir hier stumm angezeigt. Also ich kann ich kann ihn hören. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er mit dem Broadcast-Link rein. Bist du mit dem letzten Link gekommen, den ich dir geschickt habe? Ja, genau, mit dem zweiten Link. Okay. Ich halte es einfach dann jetzt kurz als Übersetzer, also erst gerade auf dem Heimweg vom Guiding.
Fährt jetzt nach Hause, das heißt, ihr müsstet mich ja hören. Wenn ihr direkte Fragen habt, dann gebe ich die natürlich gern weiter. Ansonsten würde ich das versuchen. Ich kann noch mal kurz neu reinkommen, Chris. Kannst du versuchen, gerne, kein Thema. Mach das mal, ja. Gut. Gut, Dennis, hey, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall auch eine fette Leistung von deiner Seite aus. Sag mir doch mal deinen Nachnamen. Dennis hört uns auch nicht. Doch, oder? Dennis? Ich glaube, eingefroren ist er nicht. Nee, aber er hat uns doch eben noch gehört. Dennis? Dennis? Hörst du uns? Hört uns nicht. Jemand da? Dennis? Ja, wir hören ja, dich. Irgendwie spinnt es gerade ein bisschen, oder? Hörst du uns nicht, oder? Hörst du irgendjemanden? Marco, sag du mal was zu ihm, bitte. Dennis, hörst du mich wieder? Ich höre euch, ja. Okay. Also er hört offensichtlich mich nicht. Aber der Pierre ist jetzt irgendwie weg. Das hat irgendwie die ganze Zeit nicht funktioniert, oder? Der Pierre ist wieder im Hintergrund. Ich hör doch einen Blinker gerade. Dennis, hörst du mich denn? Nachts mit dem Boot heimfährt. Einzige, was du hörst. Dennis, hörst du mich denn? Nee, ne? Dennis, also ich bin da und höre euch. Ist ein bisschen... Okay. Den Chris höre ich nicht, nein. Nee. Ah, dann müsst ihr jetzt interviewen. Hört ihr den? Wir hören ihn, ja. Dann fragt ihn doch mal, wie er seinen Nachnamen ausgesprochen hat. Ich höre nur den Pierre im Hintergrund in seinem Auto. Die größte Frage, die dem Chris auf den Lippen liegt, ist dein Nachname. Kuhatschik. Kuhatschik. Also, ihr könnt mich auch Kuchi nennen, aber ja, Kuhatschik heißt mein Nachname. Hartschick. Aber ich höre den Chris gar nicht. Ne? Also ich höre jetzt nur den Pierre und ja, die Lurjunk-Jungs. Wir übersetzen dir das. Ich versuche nochmal den Pierre mit reinzuholen. Das müsste sein. Irgendeiner ist zwei auf Stumm geschalten hier. Ich weiß nicht, wer noch reingekommen ist. Fünf Teilnehmer hier. Ja, das sind die beiden Thomasse wahrscheinlich, die jetzt gerade stumm geschaltet sind. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich höre den Chris. Du hörst mich. Super. Jetzt höre ich dich. Ach was. Okay. Aus welchem Grund auch immer. Der Pierre war's. So, ich grüße euch. Jetzt höre ich alle. Cool. Also, der Herr, jetzt muss ich mal versuchen. Der Kuchi auf jeden Fall, das kann ich mir merken. Oder der Kuhatschik. Kuhatschik, genau. Kuhatschik. Herzlich willkommen in der Show. Jo. Ich hab's nicht so mit Namen, tut mir leid. Nächstes Mal werde ich dich wahrscheinlich wieder fragen. Aber hey, grandiose Leistung von dir. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Dritter Platz, hart erkämpft. Und ihr habt auch alle noch nicht so richtig dran geglaubt. Wir haben ja schon vor 2-3 Tagen versucht, Kontakt aufzubauen, wegen der Show Termine auszumachen und so. Von einigen Seiten kam aus, ja, weiß noch nicht, ob es überhaupt für die Top 3 reicht. Die anderen geben noch Gas. Für dich hat es jetzt gereicht. Erzähl mal, wie war's? Ja gut, für mich war es jetzt das erste Mal in diesem Online-Turnier. Ich habe das schon ein bisschen verfolgt, also die zwei Turniere davor. Dachte ich mir halt so, als sag ich mal, ich bin jetzt nicht spezialisiert nur auf Barsch, ich bin ja so ein Allrounder, ich fische ja eigentlich auf alles. Hab mir so gedacht, ja gut, die Jungs, die davor auch gefischt haben, waren mega gut. Alle hatten jetzt, ich glaube, 256 Punkte, 255 Punkte. Im Sommer, mega Leistung gewesen. Ah, jetzt kam der Herbst, die Möglichkeiten stehen anders, Fische verhalten sich anders. Man hat viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Fische abzugreifen und dann dachte ich mir, komm, versuch's mal mitzumachen mit den ganzen Barschprofis. Und ja, hat irgendwie ja geklappt. Wahnsinn, also Top-Leistung. Angelst du regelmäßig auf Barsch, ist das so dein Ding oder machst du alles? Und die zweite Frage versuche ich mir zu merken und stell sie dir danach. Also, ich fische am liebsten eigentlich auf Zander und auf Barsch. Das sind so meine zwei Lieblingsfische. Das mache ich schon seit über 20 Jahren in den Niederlanden gezielt. Die Barschangelei ist eigentlich mein Favorite zu dieser Jahreszeit definitiv. Jetzt von Herbst in die Winterphase
ist das Barschangeln, das Zanderangeln sehr, sehr interessant. Das Zanderangeln wird natürlich immer interessanter noch, so wenn die Temperaturen fallen. Und jetzt, wenn die Wassertemperaturen über 10 Grad waren, also zwischen 12 und 10 waren sie ja während des Turniers, ist halt immer so die Phase, wo die Barsche gerade viel ziehen. Die suchen halt oft Seen auf, weil sie sich jetzt oft jetzt noch in Flüssen oder Kanälen aufhalten und suchen die tiefen Gewässer auf, um dort dann im Flachen zu rauben. Und ja, wenn man weiß, mit welcher Technik man viele Fische abgreifen kann aktuell, ja, dann ist das schon viel möglich, sag ich mal. Wahnsinn. Ist das, welche Technik war das? Also ist es was Spezielles, was du nicht preisgeben willst, oder? Ja, ich meine, es gibt so viele Barschfreaks, die wissen ganz genau, wie man die Fische jetzt fängt. Klar, man muss in erster Linie wissen, welche Gewässer funktionieren, das ist das A und O, welche Grundbeschaffenheiten wichtig sind, wo Fische, also wo die Barsche aktuell auch fressen. Ja, man kann sich zwei Pläne machen. Entweder, also meiner Meinung nach, man macht viel Strecke. Und ich habe alle meine Barsche, ja, sage ich mal, im Flachwasser gefangen. Also klar stehen Barsche auch etwas tiefer, aber ich bin der Meinung, wenn Barsche wirklich fressen möchten, kommen sie ins Flache. Also zu 100% stehe ich dahinter, zumindest jetzt, auch im Winter, auch im Frühjahr. Klar, Barsche stehen auch an den Kanten zwischen 3, 4, 5 Meter, definitiv auch tiefer noch. Aber in diesem tiefen Bereich befische ich gar nicht. Ich schaue immer zu, dass ich Flachwasserzonen beangel. Und jetzt, wo der Herbst da ist, ist aggressive Köderführung meistens, also aggressive Köderführung oder Hardbait-Fishing schon ziemlich erfolgreich. Und mit Searchbaits viel Strecke machen ist sehr, sehr interessant. Mhm. Und wenn man dann rauskristallisieren kann in Jahren, wo man schon in Gewässern war, in welchen Abschnitten die größeren Fische kamen, kann man die Seen auch dann gezielter abfischen, also etwas längere, also nicht in die Drift machen und die Stellen ablassen, sondern da mal ein paar Minuten auch verharren und richtig ausfischen, verschiedene Techniken. Und ja, meistens kamen auch die Großen meistens immer an den gleichen Stellen. So, das ist definitiv bis jetzt immer so gewesen in den letzten Jahren. Ja, cool, mega interessant. Das heißt, du befischt halt 1, 2, 3 Gewässerverbünde wahrscheinlich, hast da viel Strecke gemacht, viel gelernt. Und kannst jetzt halt auch schon ein bisschen genauer sagen, hey, wenn ich da hinfahre zu der und der Jahreszeit, dann ist da auch in der Regel ein großer dabei. Ich würde auch unterschreiben, tatsächlich, dass auch in der kalten Jahreszeit viele, viele große Fische deutlich flacher stehen, als man glaubt. Und also vor allem auch die größeren. Das, und wahrscheinlich auch vielleicht das ganze Jahr oder nahezu das ganze Jahr wirklich auch flach bleiben. Würdest du das auch so sehen? Teils ja, teils nein. Ich kenne auch viele Barschfreaks, die wirklich gezielt in Seen fischen. Und das auch nicht unbedingt ganz flach. Also die gehen auch schon mal eine Etage tiefer. Klar, Barsche, meiner Meinung nach, kommt zum Fressen immer flach, habe ich ja schon erwähnt. Sie stehen aber auch tagsüber, wenn sie mal passiv sind, auch etwas tiefer im Bereich des Gewässers. Und dort kann man mit langsamerer Technik, wie mit so einem Sea-Rig, mit Creature Baits halt, ultra langsam auch mit Cross die Fische zum Beißen animieren, aber die Masse wirst du halt niemals fangen, die du in den aktiven Bereichen des Gewässers, in Flachwassergebieten machen kannst. Ne? Und große Fische reagieren oft auf langsame Köderführung, also die wirklich kapitalen, aber dann kann man wirklich davon ausgehen, dass man nur 1 oder 2 pro Tag kriegt, wenn überhaupt einen. Also für mich war es jetzt wichtig, die Fullcard voll zu machen, die hatte ich ja, ich glaube schon, am 2. oder 3. Turniertag. Glücklicherweise hatte ich die ja schon voll mit großen Barschen und ich habe gemerkt, das funktioniert einfach. Und ich wollte auch nicht viel rumhantieren und habe 3, 4 Gewässer getestet. Überall war es ungefähr ähnlich. Und ja, ich bin der Technik treu geblieben, mit Hardbaits zu fischen zum Beispiel, mal passiv, mal aktiv, mal Strecke, mal Hotspots abzufischen. Und ja, es war einfach der Schlüssel zu Erfolg. Und ich hatte auch Leute dabei, die auch dahinter standen mit meiner Theorie. Und man muss ja auch, wenn man, sag ich mal, da einer Technik vertraut, auch Leute dabei haben, die auch der Technik, ja, also dahinter stehen und sagen, ja, wir ziehen das jetzt den ganzen Tag durch, wir machen jetzt nichts anderes, weil irgendwann kommt diese eine Stunde, wo es richtig anfängt, wenn du weißt, wo, an welchen Stellen, und dann kannst du richtig abräumen. Also wir hatten auch super viele Fische, die einfach mega krass waren, aber die einfach fürs Tournament nichts gebracht haben. Ne? Und
weil wir schon ziemlich große drin hatten. Ich habe ja nicht alleine mitgemacht, ich habe ja noch einen Teammate, der ist auch ja dabei gewesen im Tournament. Den habt ihr auch schon erwähnt, der war auch in der Top 10. Man muss halt schon seinen Kollegen dabei haben, mit dem man weiß, das funktioniert und wir ziehen die Scheiße einfach durch, auch wenn es hart läuft. Ne? Wer ist das? Giacomo, Sieger. Mein Teamkollege. Wir sind von Insider-Fishing und ja, das ist mein Mann zum Angeln. Ja, was ist denn Insider-Fishing? Erzähl mal. Achso, Insider-Fishing, ja gut, ich habe das Team gegründet 2012, das war eigentlich mit einem alten Schulkollegen, wir kamen so zum Angeln, wir waren junge Fußballer, wir haben ja Fußball gespielt und haben irgendwie gemerkt, ey, wir fischen beide, richtig geil, lass uns mal ein Team gründen, dann waren wir mal zu zweit unterwegs, haben wir zusammen geangelt, haben dann das Insider-Fishing gegründet und irgendwann ist das so auseinandergegangen und ich habe dann neue Leute kennengelernt im Freundeskreis, wo man auf einmal hört, boah, du angelst auch? Ja, ich angel auch. Boah, cool, lass mal zusammen ans Wasser gehen. Und ja, dann habe ich mich halt da immer mal auf dem Geburtstag mit Giacomo getroffen und den anderen Kollegen von denen. Wir haben uns super verstanden und seitdem sind wir ein Fünfer-Team und gehen immer gezielt angeln. Also wir stehen jetzt für keine Firma, wir sind auch nicht unter Vertrag mit irgendjemandem. Das ist eine reine Spaßsache. Wir vertreten einfach nur den Namen Insider-Fishing. Und wollen einfach nur dicke Fische fangen und einfach Spaß am Wasser haben. Das ist eigentlich Insider-Fishing. Ja. Wir zeigen unsere Fische, wir posten die und ja, ein bisschen YouTube. Ab und zu gehen wir auch mal für jemanden, für die YPC zum Beispiel trainieren, ein bisschen Spaß haben, ja. Mehr ist es auch nicht. Cool, super interessant. Also eine Clique, Gleichgesinnter. Ja, genau. Coole Bilder machen, weil ihr habt ja auch echt schöne Bilder. Du fischst viel vom Boot, ne? Nee, also ja doch. Ich habe ein eigenes Boot. Mhm. Bei mir ist das Jahreszeit abhängig. Jetzt, wo ich viel Strecke machen musste, ist das in Berlin natürlich super schwierig, wenn du irgendwie Strömung hast, in Flüssen, in Kanälen, weiß Gott wo, Schiffsverkehr, da kommst du mit dem Belly halt nicht sehr gut voran, außer du hast einen guten E-Motor. Den habe ich aber leider nicht, habe nur stabile Beine, das war mir irgendwann zu anstrengend. Dann habe ich doch eher zum Boot gegriffen, weil man halt Strecke machen kann. Und ich angel aber auch jetzt, wenn es kälter wird, auch super gerne vom Ufer auf Barsche. Das ist so mit der Warthose und auf Barsch gezielt angeln, finde ich, das geilste Angeln. Ja, cool. Wenn man weiß, wo und das funktioniert. Ja, Wahnsinn. Die nächste Frage, die mir noch auf der Zunge lag, die Jungs, die jetzt, also die Namen, die da so in der Top 10 auftauchen, kennst du viele von denen? Angeln die in ähnlichen Gewässern oder ist das, dass du nur eine Handvoll von denen oder ein, zwei kennst, wie dein Kumpel zum Beispiel? Ich sag mal so, den Thomas von Perch Cherry, der ist ja auch sehr aktiv, also die Jungs sind auch sehr aktiv auf Instagram, man folgt sich gegenseitig. Ich hatte auch schon ein bisschen, ehrlicherweise hatte ich ein bisschen Bamme, wo ich mir gedacht habe, okay, da sind richtige Barschfreaks, die machen, ich weiß nicht, ich vermute, die machen fast, also die angeln nur speziell auf Barsch, die sind da zu 100% Profis drin. Da hatte ich mir schon so gedacht, okay, das wird schwierig fürs Turnier auch, so generell. Dann habe ich den Jan auch kennengelernt von den Lure Junks. Den habe ich auch auf dem Wasser getroffen, zufälligerweise beim Angeln. Ja. Aber haben wir nur kurz geschnackt, das war auch während des Turniers. Aber das war auch jetzt... Kanntest du ihn vorher schon oder kanntest du ihn durch? Nee, also Jan kannte ich jetzt nur durchs Turnier. Ja witzig, das habe ich vorhin auch erwähnt, dass sich einfach auch echt viele Leute mittlerweile kennenlernen oder halt eben treffen, dadurch ein Gesicht dazu haben, wer das überhaupt ist. Vielleicht mal irgendwo gesehen auf Entfernung, aber nie angesprochen oder so. Ja. Da ergeben sich auch wieder ganz neue Freundschaften und Leute, die zusammen angeln gehen. Und das ist natürlich auch eines der Ziele von unserem Online-Format. Ja, definitiv. Das ist auch mega cool, wenn man Leute kennenlernt, die gleiche Leidenschaft teilen, die auch ambitioniert sind, auch beim Scheißwetter rauszufahren, hat man ja auch nicht viele von. Wie ich die so beobachtet habe, man sieht ja, wenn die Posts reinkommen, wenn die Rankings hochgehen, bei welchen Wetterbedingungen Leute teilweise draußen waren, dachte ich mir auch, puh, Hut ab, ne? Aber die Fische kamen, die Jungs hatten recht, sie wussten, was zu tun und davon habe ich größten Respekt, ne? Ja, Wahnsinn, also coole Nummer, coole Sache. Wie war es denn für dich? Du sagst erstes Mal so ein Turnier mitgemacht. Macht es dir Bock? Ist es was anderes, als wenn du normal angeln gehst? Hast du schon mal in so einer kurzen Zeit so viel gute Fische gefangen oder ist das jetzt auch wirklich ein Ausnahmezustand sozusagen gewesen, die letzten 6 Wochen?
Ja, also dieses Turnier, ich bin ja sowieso gern, ich bin eigentlich Turnierangler, ich liebe Turniere, ich habe jetzt noch nicht so viele leider mitmachen können, weil die Zeit einfach gefehlt hat. Ja, aber das Online-Ding ist schon ein bisschen anders. Also die Standardturniere, die teilweise ja, die vorkommen, sind Tagesturniere oder 3 Tage, die man halt fischt. Dann kann man halt absehen, wie viel Zeit man da investiert. Aber man ist auch irgendwie in so einem Online-Ding so ein bisschen gezwungen, wenn man schon geliefert hat oder nicht geliefert hat und mithalten möchte, dann ist man ja irgendwie schon gezwungen, schon ans Wasser zu fahren. Und wenn Leute, sage ich mal, in diesem Monat viel Urlaub nehmen können oder auch Zeit haben, haben die ja einen mega Vorteil. Ich muss ja auch dazu sagen, ich war jetzt in diesem einen Monat 7 Mal am Wasser. Das waren 7 Tage, die ich investieren konnte. Ich hätte viel mehr investieren müssen oder hätte gewollt, mehr am Wasser zu sein. Ging aber nicht. Ja, da haben die schon einen großen Vorteil. Das ist schon ein bisschen anders. Da muss man schon vom Kopf her dabei sein und wissen, ja, die Jungs gehen halt angeln, wenn du halt nicht da bist. Man darf es aber auch nicht zu ernst nehmen. Das ist ja auch irgendwie ein Spaßding, ja. Und ja, was vorhin hast du es mitbekommen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Wir hatten kurz vorhin drüber gesprochen, was denn, ob das cool ist, 6 Wochen oder nicht. Was sagst du, also du wirfst jetzt natürlich ein, die Leute, die viel Zeit haben, die haben natürlich einen Vorteil. Mehr Angelzeit, klar. Was hältst du von so einem Format? Wochenende zum Beispiel? Wochenende mega cool. Aber andererseits, ich wollte das jetzt nicht schlecht reden, verstehe mich nicht falsch. Diese 6 Wochen sind auch richtig cool. Also, wenn du zum Beispiel weißt, du hast nicht viel Zeit und kannst in diesem einen Monat diese Tage frei nehmen, wie bei mir jetzt, ist das halt geil. Ne? Also, du kannst dir das irgendwie einplanen. Du weißt ja, wann es anfängt, wann es aufhört. Man meldet sich ja nicht einfach an, wenn man weiß, man hat keine Zeit. So, ne? Das hat schon irgendwie von der Zeit gepasst. Das ist auch eine gute Jahreszeit generell für Fisch. Und ja, aber so 3 Tage, so ein Ding könntet ihr euch echt überlegen. Das ist bestimmt auch mega cool, zu gucken, was die Leute in diesen 3 Tagen leisten können. Ne? Ja. Kann man ja zusätzlich machen, prinzipiell. Also es ist ja nicht ausgeschlossen. Man kann ja weiterhin ein längeres Format machen, so eine Season, 4, 6 Wochen oder dann zusätzlich noch so Events, die vielleicht dann danach stattfinden oder halt außenrum gebaut werden, dass es wirklich mal nur 3 Tage oder ein Wochenende ist, was dann so ein kürzerer Rahmen ist. Und finde ich eine super Idee. Deswegen, man kann da immer offen und ehrlich drüber sprechen. Ich verstehe das nicht so, dass das schlecht geredet wird. Ich glaube, viele Leute finden das Format cool. Aber wir wollen natürlich auch noch weiter hören, was die Leute so machen und machen wollen und natürlich auch immer auf Feedback hören entsprechend. Ja, also wie gesagt, das ist mega cool gewesen auf jeden Fall, die ganze Geschichte. Ja. Definitiv. Ich hole nochmal kurz den Philipp mit rein und der Pierre ist, glaube ich, auch noch unterwegs, der ist hier nochmal mit reingekommen. Vielleicht hört er uns jetzt. Pierre? Ja, ich höre euch. Ah, cool, hi. Ich weiß nicht, die anderen haben dich vorhin nicht gehört, ne? Hört ihr den Pierre auch? Ja. Wir hören. Perfekt. Dann sind wir jetzt in einer geselligen Runde von Marco von den Lurjunks, der Philipp von den Lurjunks und der Dennis, der dich um 4 Zentimeter vom Podium ferngehalten hat. Ja, herzlichen Leistung, Glückwunsch. Ja. Gleichfalls, danke. Danke. Du kommst gerade vom Wasser. Ja, das hatte ich schon auf dem Schirm. Ja, danke. Das waren 4 Zentimeter. Ich höre mich hier leider doppelt. Hört ihr mich jetzt auch noch? Ja, wir hören dich. Okay, gut, jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Es waren 4 Zentimeter, die ich nicht mehr erreichen konnte am Samstag. Und somit habe ich dann aufgegeben und mich mit dem 4. Platz zufrieden gegeben und gehofft, dass ich nicht mehr überholt werde, kurz vor Feierabend noch. Wahnsinn. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich nicht zu Anfang des Turniers angemeldet, ne? Du bist ein bisschen später eingestiegen. Genau, ich bin ein bisschen später eingestiegen. Ja, der Barsch ist so mein Sommerproblemfisch, sage ich mal. Jetzt in der Herbstzeit, wenn sie sich langsam einfinden an den Stellen, die mir bekannt sind, dann bin ich da auch recht erfolgreich beim Barschangeln. Aber im Sommer habe ich keinen Zugriff auf die Barsche. Ich weiß noch nicht, wo es dran liegt. In den Flüssen natürlich mit Hardbaits oder gejiggt an den Kanten, da passt es. Aber in den großen Seen habe ich auch immer wieder bei den Turnieren Probleme mit den Barschen. Und da war ich jetzt draußen. Hatte den Tag vorher schon schöne Barsche und dann habe ich gesagt, komm, melde mich mal kurzfristig an. Und es ging ja auf die Rechnung, Gott sei Dank. Hat sich gelohnt, wenn man das jetzt mal
rein auf den Erfolg in so kurzer Zeit und auf den Outcome in Form von Preisen runterbricht, war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, es ist auch immer dieser Spaßfaktor. Ne? Ich habe ja damals bei diesem Rapfen-Wettkampf mitgemacht. Da bin ich dann mehr über meinen Bruder und Patrick mit reingekommen. Und es hat Spaß gemacht. Den Rapfen kannte ich vorher gar nicht, die Rapfenangelei. Habe mich dann damit beschäftigt, war viel mit Patrick unterwegs, viel mit meinem Bruder unterwegs. Und habe auch den Jakob, dem Gewinner dadurch, persönlich kennengelernt. Wir waren komischerweise alle an demselben Gewässerabschnitt unterwegs. Und man hat sich immer wieder getroffen abends. Es waren immer so Aktionen von 1-2 Stunden am Wasser. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und das habe ich dann aufs Barschturnier übernommen und habe mich dann auch ein bisschen mehr mit dem Barsch noch beschäftigt. Ja, cool. Coole Sache. Freut mich auch wirklich persönlich, dass es dir so viel Spaß macht zu den ganzen anderen Turnieren, die du ja angelst. Du bist ja wirklich fast auf jedem Event dabei, dass dir auch das Online-Format so Spaß und Motivation gibt. Das ist echt cool zu hören. Ja, ist halt was Schönes, Flexibles. Ihr hattet ja eben das Thema mit der Laufzeit von den 6 Wochen. Ich finde es halt recht positiv. Da findet jeder seinen Zeitpunkt, wo er mal gehen kann, ob er jetzt nach der Arbeit oder mal am Wochenende. So kann sich jeder dann da einbringen und mitmachen. Ja. Ja, ich finde den Ansatz auch gut, so eine kürzere Sache noch zu machen. Das muss ja, kann ja unabhängig sein von dem einen, von dem anderen. Das kann ja irgend so ein Barsch-Rush oder was auch immer sein, wo man halt wirklich auf Zeit auch liefern muss. Und das finde ich spannend. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen und vielleicht dann fürs nächste Jahr auch noch was mit implementieren. Wie lief es denn heute? Du warst unterwegs mit Gästen. Ja, genau. Konnten heute 2 PBs knacken. Das waren einmal ein 48er Barsch und ein 51er Barsch. Und dann kam ein bisschen unbeständiges Wetter. Die Barsche hatten keine Lust mehr, sind dann tiefer gezogen. Und dann sind wir noch auf Zander gegangen. Ich glaube, wir hatten noch 7 Zander bis Ende 60. Und das war ganz gut, ja. Jetzt bin ich halb auf dem Heimweg, fast zu Hause. Super. Ja. Klingt doch nach einem gelungenen Tag. Ja, das war gut heute. Das passt. Ja, ja. Erzähl mal, also du bist ja schon relativ bekannt in der Szene. Du hast dieses Jahr, war das, wenn ich nicht falsch liege, deinen Sponsor gewechselt. Bist jetzt bei BFE. Ja, ich habe mal angehalten. Geht so mit dem Licht? Ein bisschen Licht drin, ja. Ah ja, siehst du. Genau, ich war vorher bei Spro Gamagatsu, auch mega zufrieden da gewesen mit dem Markus, ein super Chef, der auch ein Freund ist, nicht nur ein Chef von mir. Und ja, dann kam der Kevin von BFE auf mich zu und hat ja lange gebaggert, hatte die Idee, komplett junges Team, was ganz Neues, noch kein einziges Produkt auf dem Markt, auf die Beine zu stellen. Ja, ich habe lange überlegt und am Ende dann zugesagt. Ist auch eine spannende Phase. Wir haben jetzt schon 4 Prototypen da. Pixelt das Bild nur so bei mir oder generell? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, 4 Prototypen sind schon da. Ein Prototyp hat auch Barsche geliefert. Ja, ist eine spannende Sache, war mal was ganz Neues. Ich war vorher bei Fox schon und auch bei Spro. Das sind halt große Firmen, wo viele Leute sind und man zum Werbung machen, sage ich mal, da ist. Ne? Man soll Produkte vermarkten und so weiter. Aber so ganz tief in die Materie mit Produktentwicklung ins kleine Sachen rein, kommt man bei den großen Firmen meiner Meinung nach nicht mehr als normaler Teamangler. Und das ist jetzt halt was ganz Neues, was mir viel Freude bereitet und ich mit vollem Elan dabei bin und ich denke, das wird eine schöne kleine Schmiede. Es wird jetzt nie was Riesiges werden, aber wer weiß es schon. Aber eine kleine Schmiede mit ein paar schönen Produkten und ja. Cool, klingt spannend auf jeden Fall und wahrscheinlich auch ein Ansatz, den viele Leute verstehen werden, so wie du es schilderst, wenn man wirklich, ich sag mal, was bewegen will, was selber dazu beitragen will, dann ist das wahrscheinlich in einer kleineren Umgebung einfacher als in einem großen Konzern, wo es halt 10 Produktentwickler gibt, dann ist man natürlich zum Testen wichtig als Teamangler, klar, aber wenn man den Anspruch hat, eben auch selber Input geben zu können im größeren Umfang, dann ist das wahrscheinlich Beim Produkttesten ist man natürlich immer dabei, auch bei den größeren und da werden auch Fragen gestellt, wo man so Rückantwort geben, wie läuft der Köder, was ist Gummimischung oder so, aber dann ist es mehr oder weniger schon ein fertiges Endprodukt, wo noch ein bisschen Feinschliff passiert und jetzt ist halt alles aus einer Hand, sage ich mal, von 3-4 Leuten, wo es besprochen wird und man kann Ideen einfach 1:1 umsetzen und das macht halt Freude und wenn dann aus China endlich mal das Paket kommt mit dem Prototypen und man hat ihn in der Hand und er ist einigermaßen so, wie man sich ihn vorstellt, dann ist es auch
auch eine schöne Sache, wenn da so ein kleines Baby dann vor einem liegt und man kann ihn fischen und fängt dann die ersten Fische damit. Ja, ja, cool. Domasters Trophy. Warst du auch mit am Start? Du fischst auch die anderen großen Turniere. Wie war denn das Jahr? Ich meine, es neigt sich ja jetzt schon langsam dem Ende, anglerisch für dich. Also es war ein schweres Jahr, fand ich. Das Frühjahr war ziemlich kalt und hat sich lange gezogen. Der Sommer war regnerisch und auch kalt. Ja, der Herbst läuft jetzt langsam an. Es waren gute Fische dabei, Durchschnittsgrößen waren sehr gut, aber die Stückzahlen fehlen mir dieses Jahr irgendwie. Mhm. Gerade die Barsche jetzt wieder auch bei der Lure-Master Trophy, ich denke, da hatten alle Probleme mit. Ihr hattet ja auch netterweise das Mindestmaß noch ein bisschen erhöht, so dass wir noch mehr Probleme hatten, die Barsche voll zu bekommen. Und alle haben irgendwie 21er oder 22er Barsche gefangen und wir brauchten 25er. Ja. Also ich fand es war nicht zu leicht machen. Genau. Es war nicht das leichteste Angeljahr. Aber der Herbst stellt sich jetzt ganz gut dar. Wie gesagt, wir waren jetzt 2 Tage auf dem Volkerrack auch unterwegs, hatten da wieder 1,22 Meter, 1,15 Meter und 92er Zander. Also es geht langsam los. Die Wassertemperatur droppt jetzt da auf 8 Grad und ja. Gute Zeit draußen zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, hey, cool. Innerhalb von so kurzer Zeit an der 2,60 Meter geknackt. Großen Respekt, super Leistung. Ja, danke schön. Bin gespannt, was da noch kommen wird. Wir haben mit den Ohren geschlackert beim Anschauen der Fische, beim Approven der Fische. Du hast deinen Teil dazu beigetragen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass bestimmt irgendwann mal jemand die 260 knacken wird. Und in der Planungsphase von der Online-Format-Nummer haben wir auch dann teilweise hier im Livestream gefragt, was denken ihr so, was kommt denn dabei rum für einen Schnitt und so. Und da hat auch der ein oder andere Zahlen gesagt, die sich halt an die 250 angenähert haben. Da habe ich gemeint, beim Barsch vielleicht. Dann ging es auch um die Zander, um den Gesamtschnitt. Da wird euch auch noch einiges erwarten, Jungs, kann ich euch ans Herz legen, am Dienstag mal reinzuschalten in unseren Livestream, denn auch was Zander und was Hecht angeht, was wir morgen in der Siegerehrung hier haben werden. Auch da war der Herbst sehr, sehr gut und sehr gnädig mit vielen Anglern. Wahnsinnsfische sind da gefangen worden. Man weiß da gar nicht mehr richtig, was man dazu sagen soll. Wie schätzt du das ein, diese Fische, die hier im Ranking in den Top-Plätzen oder einfach auch mal in der Top 20 gemeldet worden sind. Meinst du mich jetzt, Chris? Ja, gerne. Dich und Dennis auch, wenn er dazu antworten möchte. Ja, also ich bin der Meinung, man sieht halt sehr speziell gewässerabhängig. Ne? Sei es jetzt die Zander, kommen die Top-Teams oder die Top-Angler aus einer Ecke, wo die großen Zander sind. Bei den Barschen ist auch jetzt, wo der Thomas unterwegs ist oder der Dennis. Gewässer kenne ich natürlich auch. Da sieht man wieder, welche Leute vorne mitspielen. Und mit den großen Hechten ist jetzt, glaube ich, ein Ausreißer dabei, auch von uns aus dem BFE-Team. Aber sonst kommen da auch, hat man beim Sascha gesehen, viele Fische aus dem Rheindelta dann von den großen Hechten oder vom Gäuemeer. Mhm. Man sieht halt, welche Gewässer welches Potenzial haben. Und da sind dann auch die Top 5 angesiedelt. So war es ja bei den Rapfen eigentlich auch bei uns. Der Jakob war vorne, der Kevin, glaube ich, auf Platz 2 oder 3. Der Thomas war auch dabei oben und wir waren komischerweise alle auf denselben 10 Kilometern am Fluss unterwegs. Hm. Ja, kann schon so sein. Auf der anderen Seite ist natürlich der andere Thomas, vorhin hat es erwähnt, man hat halt auch oftmals Gewässer vor der Haustür, die man gar nicht so beachtet und die halt auch durchaus richtig gute Fische halt beherbergen. Definitiv. Man rennt aber natürlich immer gleich wieder an die Stellen, die man so kennt, die einem vorher Erfolg gebracht haben und übersieht oftmals die guten Sachen und kennt, also das ist ja auch ein bisschen das, was Angeln ausmacht, für mich zumindest. Du gehst halt raus, du denkst oder du lernst eigentlich immer was, aber ich glaube, man kann es einfach nie entschlüsseln, diese Angelei als solches in dem Maße zu entschlüsseln, dass man wirklich in Anführungsstrichen alles weiß, ist halt einfach nicht möglich in einem Menschenleben. Und wenn du mal denkst, du weißt was, dann kriegst du oftmals wieder die Backpfeife 2 Tage später. Und dann stehst du wieder am Anfang. Ne?
definitiv. Ja. Ja, hey Pierre, ich glaube, du magst noch ein bisschen weiterfahren. Gerne. Ich möchte dich nicht rausschmeißen oder so, aber ich würde auch noch gern versuchen, den Thomas reinzuholen. Und wenn du weiterfahren möchtest, danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen ja, Glückwunsch nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Du kriegst dann demnächst ein cooles Paket von den Jungs von Lojunks zugeschickt. Super, dann vielen Dank für die Einladung. Euch noch einen schönen Abend und einen schönen Restsonntag. Danke dir. Danke. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, ciao. Ciao, ciao. Ciao. So, ich sehe hier jemanden, der könnte der Thomas sein. Könnte. Könnte. Mal gucken mal, der sitzt, glaube ich, auch mittlerweile im Auto. Ist noch zu später Stunde unterwegs. Ich glaube, du bist gerade noch gemutet. Versuch mal kurz auf den unteren Mikrofon-Button zu klicken, dann können wir dich wahrscheinlich hoffentlich auch hören. Hörst du uns? Guten Abend. Hi. Du gehst jetzt angeln, oder was? Schlechte Verbindung, würde ich sagen. Fährst du zum Angeln? Hörst du uns? Jetzt höre ich euch wieder. Okay. Gehst noch eine Runde Zander angeln oder wo fährst du hin? Ja, schön wär's. Ich höre mich jetzt leider extrem doppelt. Ja, zu Hause hat es überhaupt nicht funktioniert. Nicht der beste Netzausbau, wo du gerade bist. Grenznah. Grenzwertig auf jeden Fall. Ja, hey, nochmal kurz auch der Hinweis, ich nutze mal die Gelegenheit. Vielleicht stabilisiert sich die Verbindung noch für alle Zuschauer, die jetzt gerade vielleicht noch nicht seit Anfang an mit dabei sind. Wir haben ja jetzt auch schon wieder über 2 Stunden hier zusammen an Angel-Content. Wenn ihr mitmachen wollt, es gibt jede Menge Lurjunks Finisher zu gewinnen, 15 Pakete, alle Farben, alle Köder. Ihr müsst einfach nur auf Twitch folgen und Ausrufezeichen Giveaway eingeben. Dann könnt ihr dran teilnehmen. Wir lösen das gleich dann auch auf und können auch heute noch den Gewinner dann entsprechend benennen. Der Thomas hat, glaube ich, größere Probleme mit seiner Internetverbindung im Moment. Wir versuchen es einfach weiterhin. Ja. Der Marco ist gerade auch, vielleicht neigen sich langsam die Akkukapazitäten doch dem Ende. Aber naja, hey, Dennis, geht's für dich jetzt noch weiter oder ist für dich die Saison beendet? Jetzt generell für Barsch oder? Ja, dieses Jahr jetzt. Ich meine, Weihnachten, hier werden schon überall die Weihnachtsbäume irgendwo hingestellt, in der Stadt geschmückt und so weiter und so fort. Angelst du komplett durch, ganze Jahr über oder ist jetzt die Saison für dich beendet? Ich bin ja eher so der Schönwetterangler, deswegen frage ich. Okay, also beendet ist bei mir die Angelei eigentlich nie. Ich bin, ich gebe mir Mühe, immer einmal die Woche am Wasser zu sein, wenn es geht. Natürlich geht das nicht immer, aber jetzt fängt natürlich die gute Zeit an. Man hofft ja, dass so ein bisschen die Temperaturen jetzt runtergehen, dass die Zander jetzt auch wieder aktiv werden. Um jetzt mal von den ganzen Barschangelei ein bisschen runterzukommen, ein bisschen auf Zander und danach im Frühjahr wieder auf die geliebten Barsche zu angeln. Also es fängt jetzt gerade wieder richtig an, interessant zu werden. Okay. Also bist du eigentlich auch, solange das Wasser flüssig ist, mindestens einen Tag, wenn es geht, in der Woche im Wasser. Ja, Problem ist halt, wenn man viele Angelkollegen hat, dann die zählen halt einen mal mit. Ne? Also scheißegal, wie das Wetter ist, wenn sie Bock haben, dann wird man halt gefragt und dann fährt man halt trotzdem raus, wenn es auch nicht hundertprozentig passt. Aber naja, so ist es halt. Ja. Angeln ist halt Angeln, macht Bock. Ja, definitiv. Und wenn man jemanden hat oder ein paar Leute, die halt regelmäßig mit den Hufen scharren und einen mitziehen, ist ja noch umso besser, weil dann hat man dann wahrscheinlich doch das ein oder andere Mal den inneren Schweinehund leichter überwunden, wenn es nicht gerade das schönste Wetter ist. Scheißwetter ist Beißwetter, wie heißt das? Ja, tatsächlich. Ne? Also wenn du jetzt Scheißwetter sagst, an dem Tag, wo ich im Turnier die 4,50er gefangen habe, das war auch also Scheißwetter des Todes. Also da
hat es geregnet, da war es bewölkt, da kam wieder Sonne, dann kamen Böen. Also für mich eigentlich gar kein richtiges Barschwetter, aber scheinbar wollten sie es halt genau so haben. Ne? Ja. Ja, so Wahnsinn. Ist halt schon. Gut, also ich glaube, das mit dem Thomas scheint heute leider nicht mehr hinzuhauen. Vielleicht kriegen wir den separat nochmal vor die Kamera mit einer besseren Internetverbindung. Schade, schade. Hätte mich gefreut, auch nochmal mit ihm ein bisschen zu plaudern. Was meint ihr? 2,70 Meter. Wir sind aktuell bei 269 vom Score. Sind die erreichbar? Und wenn ja, zu welcher Jahreszeit? Gerne eine offene Frage. Die Jahreszeit ist, glaube ich, genau die richtige. Also alle 54, ne? Aufwärts. Eben. Es gab 4,54er beim Thomas. Wieso sollte er nicht den 50. den 5. noch bekommen? Also die gibt es ja. 55er haben wir auch gesehen. Also wenn einer das nötige Quäntchen Glück hat und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, Dennis hat es ja schon gesagt, es ist die eine Stunde oder auch Thomas vorhin, in den 2 Stunden brauchst du nur angeln gehen. Alles möglich. Es ist Glück, aber planbar teilweise. Ist schon der Wahnsinn, ey. Kann passieren, ja, auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was die nächsten Formate so bringen, auf jeden Fall. Beim Zander hast du nicht mitgemacht, Dennis, ne? Ja, also ich habe es mir tatsächlich überlegt. Ich habe mir das mal angeschaut, dieses Hecht- und Zander-Ding. Problem ist halt, das wird auch jeder erfahrene Angler bestätigen können. Wenn man die richtige Technik auf dem Boot hat und der andere das nicht hat, kannst du da nicht mithalten. Also keine Chance. Okay. Und ich habe die Technik nicht und habe auch nicht die Erfahrung mit dieser Technik. Deswegen war der Barsch das Einzige, wo ich gesagt habe, das macht Sinn. Und ich glaube auch, dieses Zander-Ranking, was es jetzt gab, gab es glaube ich noch nie. Das ist ja halt geisteskrank. Also boah, ich habe da 3 Mal hingeguckt, konnte es nicht glauben. Ist schon hart, unglaublich. Ja. Unglaublich die Fische. Aber was Dennis anspricht, die Technik ist entscheidend, wenn es um Fischgrößen geht. Deswegen ist auch bei vielen Turnieren das raus. Darf man es gar nicht, kein laufender Motor und so weiter. Also kein Verbrenner zumindest. Finde ich persönlich sehr gut. Ich nehme jetzt auch im Februar wieder an einem Turnier teil, einen Dreiteiler, und da ist auch gerade in Diskussion, was passiert dahingehend. Ja. Also schön bezeichnend. Beim Online-Turnier ist es halt nicht möglich, um Gottes Willen, zu implementieren. Aber es ist natürlich eine entsprechende Diskussion darüber, weltweit im Gange. Jeder hat dazu, glaube ich, wie zur Impfung seinen Standpunkt. Und ich glaube, da dreht man sich auch genauso wie bei der Impfung im Kreis bei vielen Leuten. Und ich denke mal, da, ja, Technologie gehört dazu, ob man es reglementieren muss, kann. Im Wettkampf muss man sehen. Aber dass es einiges einfacher machen kann. Ich sehe das immer so, dass man halt deutlich schneller und mit weniger Fachwissen oder wie auch immer du das nennen willst, Erfahrung, interpretieren kannst, was da gerade so passiert. Und das haben früher schon viele mit 2D-Sonar gemacht und waren auch in der Lage, irgendwelche Fische damit zu orten und zu verfolgen, auch tatsächlich, die im Kegel zu halten. Mit der Technologie ist es natürlich jetzt einfacher, sowas zu tun, und effizienter, auf jeden Fall, definitiv. Ja, ja, aber, kann den Ansatz verstehen, dass er sagt, würde ich nicht, macht keinen Sinn, weil nur werfend solche Fischgrößen ist schwierig. Ja, kann ich auch verstehen. Es war ja auch jetzt nicht abzielend darauf, ja, eben, dass du nicht mitgemacht hast. Ich wusste es tatsächlich nicht. Genau, aber hätte ja sein können, dass du beides kombiniert hast und während dem Barschangeln auch ein paar Zander gefangen hast. Deswegen habe ich einfach nur die Frage gestellt. Ja, also tatsächlich, es ist schön, so Fische zu sehen, ne? In einer anderen Liga, aber wie auch schon der Kollege gerade gesagt hat, so vom Werfen her solche Fische zu bekommen, ist ganz, ganz, ganz schwer und mit ganz viel Glück nur, um überhaupt möglich, ansatzweise ranzukommen. Ja. Okay, hier ist noch eine Frage auf Englisch von Team We Don't Blank on Zander. There's a water where I can catch 53 without squeezing, so next round I will join and go for
270 and squeeze them until 275. Again, also for you, we explained it shortly in the beginning, there is no squeezing allowed whatsoever, and the tail must be in natural position on the measuring board. This means you cannot have any fingers or anything holding or stretching the tail. I hope this answers your questions. Wie machst du das, Dennis, mit dem Messen und so? Wie findest du den Prozess mit dem Messen, Klammern dran, Bild machen, die Verwendung von der Seite? Einfach mal aus deinen Augen des Teilnehmers geschildert. Also man merkt, ihr habt euch schon Gedanken gemacht, definitiv. Man muss das ja irgendwie nachvollziehen können, ob das an diesem Tag war und wie auch immer, und dass es das der gleiche Fisch ist. Ist schon gut gelöst. Ja, also ist schon definitiv gut gemacht mit den Klammern. Vielleicht könnte man dann noch zwei, drei Sachen verbessern. Im Sinne von vielleicht GoPro-Aufnahmen müssen dabei sein, dass man sie selbst gefangen hat oder solche Geschichten vielleicht. Weil da gibt es Leute, wo ich schon so gehört habe, hätte man vielleicht noch besser nachvollziehen können, ob er es auch gefangen hat oder nicht, ein Kollege von ihm oder so. Ne? Aber so ist das super gelöst. Aber vielleicht könnte man dann noch mehr Vertrauen in die Geschichte reinbringen, sage ich mal so. Ja. Ja, guter Punkt. Ist halt die Frage, wie das umzusetzen ist. Aber gibt es bestimmt einige Möglichkeiten. Seid ihr natürlich auch immer gerne eingeladen, im Discord-Channel von uns teilzuhaben, an solchen Diskussionen Ideen einbringen. Wir sind natürlich auch immer interessiert, das Ganze weiter vorne ranzubringen und auch immer offen für Kritik, Anregungen, Wünsche und so weiter und so fort. Hey, wir sind jetzt schon wieder fast 2,5 Stunden hier im Livestream. Gibt es noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt, was euch unter den Fingern brennt? Irgendwas, was ihr raushauen wollt an die Community? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man mich wieder hört. Raushauen an die Community, ich persönlich nichts. Mich hat es wirklich gefreut, mal sowas miterleben zu dürfen, oder uns. Marco und ich haben es auch heute Mittag noch drüber gehabt, wo es noch nicht ganz klar war, wie wir das heute Abend darstellen. Wir wollten eigentlich beide zusammen vor die Kamera, aber bin froh, dass wir es jetzt nicht bei ihm gemacht haben, sonst wären wir beide nicht mehr zu sehen anscheinend. Ja, er hat gerade ein paar Kameraprobleme, aber hören tut man ihn. Ja, okay. Marco, sag mal Piep. Ich höre nicht. Dennis, hörst du? Nee. Nochmal? Hallo? Ja, ja, jetzt höre ich ihn. Okay. Hört man mich? Naja, er ist da. Ah, aber okay. Wie gesagt, es hat uns gefreut, da ein Teil von sein zu dürfen, dass es einfach mal so gesehen wurde, dieses Online-Tournament. Ich habe ja Stage 1 und 2 auch verfolgt. Aber es war cool und ich bin wirklich unglaublich geflasht, was für Fische. Wir haben es oft gesagt, aber es ist unglaublich. Ich meine, wenn ich mich mit Leuten von hier, ich komme aus dem Süden Deutschlands, unterhalten, die hören ja 50, 51, 52. Ich habe meine WhatsApp-Gruppe diese ersten 3, 4 Plätze geschickt. Unwahrscheinlich. Mal sehen, wo die Reise noch hingeht. Die Grundeln begünstigen das Thema. Was Thomas vorhin gesagt hat, bin ich auch fest davon überzeugt. Die Jungs, die müssen sich nimmer viel bewegen. Die machen mal kurz atmen hier, atmen da, haben 3, 4 von den Dingern drin und das war's. Also ist schon Fluch und Segen zugleich. Ja. Gebe ich dir recht, zu 100%. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, wenn man mich jetzt hören sollte. Marco, ich will nicht mehr sagen, ich höre ihn nicht. Ich höre ihn zumindest, also sprich ruhig. Ja, also ich wollte auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön sagen an alle, die uns auch unterstützt haben. An Bait Lovers, an Gecashert, an Bullseye, an River Fighters, die auch, glaube ich, einen Gutschein gesponsert haben. Da hatten wir, glaube ich, oder? Auch einen Gutschein mit drin, ne? Habe ich nicht gelesen, aber den können die dann ja jetzt noch oben drauf packen. Ich habe auf jeden Fall noch einen hier, also weiß ich nicht, vielleicht haben wir den auch einfach vergessen. Vielleicht haben wir den auch einfach im nächsten Stream mal raus oder so. Ja, auf jeden Fall auch. Dickes Dankeschön an die Leute, die uns da unterstützt haben, und war eine coole Nummer. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, also wir sind jederzeit gerne wieder bereit, da irgendwas mit euch zusammen zu machen, in welcher Form auch immer. Cool, freut mich. Vielen lieben Dank. Die anderen Jungs hören dich wohl gerade nicht, also er hat sich nochmal herzlich bedankt bei den Leuten, mit denen er auch zusammenarbeitet, um hier das Price Table auf die Beine zu stellen. Und, absolut.
dass ihr auch gerne wieder in Zukunft dabei seid, dass es euch richtig Spaß gemacht hat und dass ihr viel Gutes gesehen habt, gutes Feedback erhalten habt und dass auch die Social-Media-Kanäle entsprechend gefüllt waren mit coolen Fischen und coolen Fängen von coolen Leuten. Und darum geht es ja auch größtenteils hier in dem Format. Ja, das war toll von euch organisiert, auch viel Futter, viel Content über Social Media, war schon schön zu sehen die ganze Zeit. Also macht ihr, du und Timo, einen sehr guten Job. Freut mich, vielen Dank für die Blumen. Gerne. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, wir gehen nochmal in eine ganz kurze Werbung rein und im Anschluss fasse ich nochmal ganz, ganz kurz zusammen und dann machen wir vor allem auch noch die Auswertung vom Gewinnspiel und von der Umfrage. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Das letzte Wort vor der Werbung gebührt noch euch. Danke auf jeden Fall für die ganzen Mühen, Christian, und alle, die hinter dir stehen. Danke Lurjungs natürlich auch und finde ich cool, dass ihr uns Angler unterstützt. Mega coole Sache. Macht weiter so und vielleicht sieht man sich ja demnächst doch mal irgendwo. Sehr gerne. Hoffentlich. Bis dahin, Jungs. Vielen Dank für die Zeit, fürs Reinschauen, fürs Dabeisein. Wir hören uns. Ihr alle bleibt jetzt noch dran. Wir gehen kurz in die Werbung, ganz kurzer Spot und dann machen wir die Gewinnspielauslosung. Bis dann. Ciao. Der Finisher hat gezeigt, was er alles kann. Timo schreibt hier gerade im Chat, Dankeschön für das nette Kompliment. Auch von meiner Seite mal an dich live, Timo, unter den Augen von Tausenden von Zuschauern. Keine Angst, kein Heiratsantrag. Aber vielen lieben Dank für die gute Zusammenarbeit. Du hast ja einiges an Fischen approved und nicht nur das. Gute Arbeit, mein Lieber. So, genug der Blumen. Wir gehen erstmal zurück zu unserem Voting. Das seht ihr hier schon eingeblendet. Streams in English or German. Insgesamt haben hier ein paar Leute abgestimmt. 2 votes, also 2 Abstimmungen für Englisch, 4 für Deutsch und 3 für egal. Macht es mir jetzt natürlich auch nicht leichter, da irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Heute haben wir mal Deutsch ausprobiert. Ich hoffe, dass auch die anderen europäisch angesiedelten Zuschauer, um den Bogen zu kriegen, heute ein bisschen was verstanden haben. Wir werden es weiter probieren. Wir haben es ja auch bei der Trophy ein bisschen gemischt. Wir wollen das natürlich generell möglichst international halten, aber in dem Zusammenhang heute war es einfach ein gutes, hat sich gut angeboten, dass wir hier auch mal versuchen, was auf Deutsch so passiert. Timo, we can try to solve a problem with Discord if you like. Ja, okay. Genau, also so viel erstmal zu dem Poll, zu der Umfrage, den können wir jetzt auch hier entsprechend abschließen. Und dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Und jetzt die allerletzte Chance, bevor wir das Gewinnspiel schließen. Ihr könnt teilnehmen, falls ihr es noch nicht habt, mit Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Ihr müsst Follower sein von unserem Twitch-Kanal. Wenn ihr Subscriber seid, so wie der Heiko, der hier eben nochmal mit einem Sub reingekommen ist, habt ihr doppelte Gewinnchance. Ihr könnt euren Amazon Prime-Account mit Twitch verlinken und damit könnt ihr sogar kostenlos uns einmal im Monat unterstützen. Wir kriegen davon dann ein paar Euro. Euch kostet es nichts, wenn ihr Amazon Prime habt. Also würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Chance nutzen würdet und uns damit entsprechend auch ein wenig unterstützt in dem, was wir hier so versuchen, auf die Beine zu stellen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Heiko und Babam Gaming, für die Subs heute und auch alle Leute, die als Follower reingekommen sind. Last but not least, Johnny Deer. Hey, willkommen bei der Crew.
So, dann schauen wir doch mal rein in unseren Giveaway. Ich hoffe, der Internetabbruch vorhin hat es nicht zerhackt. Ich sage jetzt noch dazu, ihr müsst natürlich auch noch hier am Start sein, wenn ihr jetzt gezogen werdet. Also einmal kurz Rückmeldung geben im Chat, wenn ihr gezogen werdet, ob ihr da seid. Und dann gewinnt ihr ein fettes, fettes, fettes Lurjunks Finisher-Paket. Alle Farben, alle Größen, insgesamt 15 Pakete einmal zu euch nach Hause. Morgen geht's weiter. Online Pike Open Stage 2 presented by Bootsport Gräf. Auch fette Preise, fette Fische, hoffentlich ein fettes Event im Livestream morgen Abend. Und am Dienstag um 20 Uhr kommt dann die Online Zander Open Stage 2. Auch fette Zander, fette Preise und hoffentlich einen coolen Livestream. Also schon im Kalender markieren, uns auf den Socials folgen und da haben wir noch ein Enter von dem Fish Harry fürs Giveaway. Mal kurz schauen, ob das hier noch bestätigt wird. Und dann werden wir jetzt auch in den nächsten Sekunden hier das Giveaway closen. Es sind immer noch einige Zuschauer mit am Start. Schön, dass ihr am Start seid und so fleißig hier mitmacht. Beim Followen, beim Subscriben, also falls noch einer schnell einen Twitch-Sub hier raushauen will und damit doppelte Gewinnchance sich ergattern möchte, dann macht das mal. Wir machen hier noch 20 Sekunden und dann machen wir das Ding zu. Jetzt ist 22.29 Uhr, 20 Sekunden habt ihr noch, Ausrufezeichen, Giveaway, damit nehmt ihr dann automatisch am Gewinnspiel Zeit. Langsam wird es Zeit fürs Bett, würde ich sagen. Teil. Wir haben insgesamt 31 Tickets an 29 User vergeben. Vielen, vielen lieben Dank für die Teilnahmen und ich hoffe, ich drücke natürlich allen die Daumen, dass hier ein cooler Gewinner dieses Paket gleich gewinnen kann. Also, wenn ihr auch mal Bock habt, an so einem Format teilzunehmen, auf lohmasters.net findet ihr alle Infos. Schaut auf der Seite in den Shop, da findet ihr die Tickets mit den entsprechenden Preisen dazu. Ihr braucht vorher eine Lurmasters-ID, das heißt, ihr müsst euch auf der Webseite angemeldet haben, die ID beim Ticketkauf eingeben, so werdet ihr fürs Event eingeschrieben und dann könnt ihr auch fleißig Fische reporten, hoffentlich dicke und hoffentlich auch einige. Nächstes Jahr werden natürlich noch einige Online-Events und auch Offline-Events folgen. Die Trophy ist schon wieder gebucht. Datum steht fest. Außerdem wird es noch ein entsprechendes Offline, also ein normales Event im März geben. Corona-Situation ist ja im Moment wieder ein bisschen unübersichtlich und unvorhersehbar. Wir drücken natürlich alle Daumen, dass das nicht noch weiter steil geht und wir dann nächstes Jahr im März auch wieder unser Event durchführen können. So, genug gelabert. Ich mache jetzt das Gewinnspiel zu. Ab jetzt können hier keine Entries mehr durchgeführt werden und ich drücke jetzt sofort auch den Knopf für das Herausfinden des Gewinners und Lurmasters has won a Lurjunks Finisher Lure Package. Dann spare ich mir das auch gleich, das zu verschicken, oder? Natürlich nicht. Wir machen das nochmal. Predator Buddy, hey, du hast gewonnen. You are the winner. Der Junge macht auch mit bei unserem Gewinnspiel, nicht beim Gewinnspiel, beim Turnier für die Hechte, für die Online Pike Open Stage 3, presented by Bootsport Gräf. Der wird auch morgen im Livestream sein und ist hoffentlich auch noch im Chat. Meld dich mal, bitte, weil wenn du diesen Gewinn auch annehmen möchtest, musst du uns kurz Rückmeldung geben, Kevin. Also, gib dir noch ein paar Sekunden, dich kurz hier im
Chat zu melden. Ansonsten müssen wir nochmal neu auslosen. Ist natürlich auch klar, dass man hier mit am Start sein muss, wenn man schon so ein cooles Lurmaster, sage ich schon wieder, Lojangs Finisher-Paket gewinnen möchte. Bist du am Start, Predator Buddy? Bist du hier? Letzte Chance. Melde dich kurz im Chat. Dann ziehen wir nochmal, oder? Ziehen wir nochmal. Hoffen wir mal, dass der liebe CRR-Appi Crappy am Start ist. Der hat auch mitgemacht. Crappy, bist du noch da? Yay! Crappy ist am Start und damit darfst du dich freuen über 15 oder vielleicht auch 14, falls einer noch den Weg in meine Bauchtasche findet. Lurjungs Finisher in drei verschiedenen Größen, jeweils alle Farben, die es gibt. Fettes Paket geht raus an dich. Schick uns bitte noch kurz deine Anschrift im Chat oder im Discord. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an die Lurjungs fürs Bereitstellen dieses Preises. Coole Nummer. Gesamtwert deutlich über 100 Euro. Crappy darf sich freuen. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, nicht vergessen, drop uns deine Adresse, damit wir dir die Sachen auch zuschicken können. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Der Chat ist ja oft so hilfreich, was ich nicht erwähnt habe. Ich glaube, ich habe hingewiesen auf die Streams morgen 20 Uhr und übermorgen 20 Uhr. Wir sind durch das Ranking gegangen, wir haben phänomenale Fische gesehen. Wir haben coole Gäste gehabt, war echt ein cooler, entspannter, lockerer Talk. Schade, dass es... Hey, Crappy, auch erstmal ein Sub rausgehauen als Dankeschön oder wie auch immer ich das verstehen darf. Danke für deinen Support. Much appreciated, super geil. Dankeschön für deinen Sub. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, das Ganze auch kostenlos machen. Falls ihr Amazon Prime habt, einfach kurz verbinden. Wenn ihr hier im Chat Ausrufezeichen Prime eingibt, findet ihr auch eine Anleitung dazu, wie das geht. Damit könnt ihr uns kostenlos unterstützen. Euer Support ist viel wert. Vielen lieben Dank, dass ihr Teil der Community seid und uns in welcher Form auch immer unterstützt. Vielen lieben Dank. Genau. Morgenstream, übermorgenstream, jeweils um 20 Uhr. Es gibt fette Fische, hoffentlich einen coolen Stream mit coolen Leuten, einen netten Talk. Ich fand es heute auch sehr lässig. Schade, dass es mit Thomas technisch leider nicht geklappt hat. Ich guck mal. Nee, er ist leider immer noch nicht hier aufgetaucht. Vielleicht können wir das noch nachholen, nochmal irgendwo einstreuen. Wenn ihr auch mehr Bock habt auf solche Livestreams, im regelmäßigeren Abstand, vielleicht auch außerhalb der Siegerehrungen. Bitte sagt Bescheid. Wir wollen halt auch nicht, dass es zu viel ist. Natürlich ist es für uns auch ein riesiger Aufwand, aber wenn wir merken, dass ihr da Bock drauf habt, wenn ihr zuschaut, wenn ihr fleißig teilt, was so passiert, auch auf euren Social-Media-Kanälen, dann können wir es schaffen, dass das eine richtig, richtig coole und auch große Nummer wird. Und das geht nur mit eurer Hilfe. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle, die reingeschaut haben. Vielen Dank für die Subs, für die Follows und natürlich auch nochmal Glückwunsch an alle Gewinner der Online Perch Open Stage 3 presented by Lurjungs. Ich würde sagen, das war's. Wir gehen in unsere Schlusssequenz. Siloro Royal sagt schönen Abend noch. Dir auch. Dankeschön. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr nicht gefolgt seid, auf jeden Fall noch auf den Follow-Button bei Twitch klicken. Tut nicht weh, hilft uns. Danke. Ciao.